Schwebend leicht kommen sie daher, spiegelnde bunte Ballons mit dem Titel Five Smiles for You. Die neue Kunstinstallation im Foyer der R&V-Versicherung stammt von Jeppe Hein. Bei einer Ausschreibung zur Gestaltung des Empfangsbereichs hatte sich der Künstler durchgesetzt. Ja, der Ballon ist so eine Metaphor von irgendwas, das aufsteigt, das bewegt sich vom A nach B, dass man wünscht sich was. Und hier habe ich das verspiegelt, das heißt, es verspiegelt die Umgebung. So, der Ballon hat einfach so eine, für mich so eine Geschichte mit sich, dass jeder trägt, hat seine eigene Geschichte, wenn man einen Ballon sehen, der wegfliegt oder irgendwie da hängt durch die Wege. So, ich hoffe, das inspiriert Leute nochmal nachzudenken über ihr Leben oder über die Situation, wo die gerade steht. New York, Paris, Tokio, in der ganzen Welt ist Jeppe Hein bekannt. Nun ist seine Kunst auch fester Bestandteil der R&V-Konzernzentrale in Wiesbaden. Jeppe Hein hat es eben gesagt, er hat heute Morgen Mitarbeiterinnen beobachtet oder Mitarbeiter beobachtet. Und die Luftballons haben sich schon inspiriert und sie haben gleich ein kleines Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Und ich finde, das soll Kunst. Kunst soll uns anregen. Kunst soll uns wieder mit dem Leben stärker verwurzeln. Leben ist nicht nur Arbeiten. Breathing Watercolors, das zweite Werk von Jeppe Hein, ist unter einer ganz besonderen Technik entstanden. Jeder Atemzug des Künstlers verwandelt sich in einen blauen Pinselstrich. Vor 8, 9 Jahren bin ich ausgebrannt, Burnout, mentally und physically, und hat einfach gemerkt, dass mein Atmen sind gestoppt. Ich könnte einfach nicht mehr atmen und muss dann mich neu wiederfinden, meine Werte, aber auch meine Atmen. Da habe ich ganz viel in mir reingeschaut und hat ganz viele Atemübungen gelernt und Yoga und Meditation. Aber grundsätzlich war das, ich habe mit kleinen Striche mit meinem Aquarell so kleine Einatmen einen Strich und Ausatmen einen Strich. Und das habe ich weiterentwickelt, dass die Striche werden dann größer und größer. Und hier auf die Wand, wo wir sehen hinter mir, ist diese große Striche, diese Ein- und Ausatmen. 7 Meter direkt am Eingang hat Jeppe Hein mit seiner Methode verschönert. Seit vielen Jahren ist Kunst fester Bestandteil der R&V-Unternehmenskultur. Im Wiesbadener Standort finden sich unter anderem Werke von Jan Albers, Georg Karl Fahler und Katharina Grosse. Durch Jeppe Hein sind nun 2 weitere Blickfänge dazugekommen. R&V. Die Versicherung mit dem Plus.